Patrick zockt WRC4, ja, und somit herzlich willkommen YouTube bei eurem Killerpartie, beziehungsweise Patrick zockt. Wird ja auf beiden Kanälen hochgeladen. So, schauen wir uns mal die Rangliste an. Wir sind auf Platz 5 mit 10 Punkten, ja, nach dem ersten Rennen. So, schauen wir mal, jetzt geht's nach Mexiko. Genauso anspruchsvoll wie die Schweden-Rallye. Ja, sind eigentlich alle so auf dem gleichen Niveau, bis auf Großbritannien. Die wird dann ein bisschen einfacher. Ja, bin wirklich mal gespannt. Mexiko. Ja, kann losgehen. So. Was haben wir denn hier? Was sagt denn unser Teamkollege? Ich glaube, wir gehen es am besten aggressiv an, ohne das dabei zu übertreiben. Das Gebiet hier ist felsig und wir wollen keine Reifenschäden riskieren. 3,1 Kilometer, das geht eigentlich. Führt über unbefestigte Schotterpisten und Hochlagen. Und verlangt den Fahrern, vor allem bezüglich Ausdauer und Konzentration, alles ab. Ja. Und ich spiele jetzt auch mit Xbox 360 Controller für PC. Diesen Windows Xbox 360 Controller. Das heißt jetzt auch hier diese Vibrationseffekte, wie auch schon bei Formel 1. Richtig geil. Und ich war bei uns beim örtlichen Mediamarkt heute mal wieder. Ja, ich hab's jetzt, die Xbox. Projekte wird's aber jetzt dann erst im Ende Dezember kommen, genauso wie das Unboxing erst Ende Dezember kommen wird. Plus ein kleiner Test, alles Ende Dezember, ist so noch Weihnachten. Ja, des Weiteren auf jeden Fall wurden da schon 90 PlayStation 4 Konsolen vorbestellt und Montag vor Weihnachten sollen 57 kommen. So, ja, da ist knapp über 30 Leute haben einfach Pech gehabt und kriegen vor Weihnachten keine PlayStation 4. Ja, ich ärgere mich schon. Xbox waren 6 Stück wieder da. Boah, Handbremse ganz schnell gezückt. Ich habe jetzt auch gleich auf unsere Zielvorgaben geschaut. Wow, wow. Ey, komm. Wieso? Das ist natürlich keine gute Zeit, neunter. Wir müssen jetzt wirklich pushen. Aber die erste Etappe von Mexiko, die kenne ich schon und die mag ich nicht wirklich. So. Wasser? Wasser ist immer gut. Auch wenn die Effekte hier im Gegensatz zu Dirt 3 nicht so gut aussehen. Bei Dirt 3 sehen sie ja extrem gut aus. Rum! Achte, okay. Wenigstens ein Platz wieder gut gemacht in unserem Citroën. Perfekte Handbremse auch hier nehmen können. Rumschmeißen. Geht sogar. Sechster. Läuft doch. So. Wow, das ist natürlich jetzt nicht gut. Wir haben einen kaputten Reifen. Oh, nein, kurz vor Ziel nochmal versagt. Das kostet Zeit. Wird wahrscheinlich jetzt nicht wirklich gut sein. Fünfter! Wow, doch. So, unser Rivale Bouffier, dritter.
Na, es wird verdammt schwer. Mit dem 5. Platz bin ich relativ zufrieden. Cardonet, was sagt denn unser Teamkollege Cardonet? Um sich bei den Special Stages durchzusetzen, muss man an seine Grenzen gehen. Ich habe mein Bestes gegeben, aber Kronin ist direkt hinter mir ins Ziel gekommen. So. Geil, eine Stadt. Das Auto ist kaputt. Sehen wir hier, Auspuff und links, der linke Reifen hinten ist kaputt. Jetzt müssen wir hier wirklich durch die Stadt fahren, das ist geil. Fuck, okay, da spule ich jetzt. Da spule ich zurück. Das war jetzt äußerst ungünstig. Boah. Da werden wir weit rausgetrieben. Wow. Fast ums Haus. Umgestoßen. Dann links 3. In links 3. Dann rechts 3. Und rechts 3. Öffnet sich. Mittelteil. So. Links 6. Durch Tor. In rechts 6. Erster. Und links 5. In Hanau. Aber. Links 6. In rechts 5. Es zieht ganz schön, das Auto. In rechts 5. Merkt man hier schon, vor allem hinten links. Rum! Das sieht nicht mehr so gut aus. Bleiben erster. Boah, das war nicht gut. Da verlieren wir jetzt jede Menge Zeit. So, bin auf die nächste Zeit gespannt. Könnte man überall die Handbremse eigentlich ziehen. Wird dann wahrscheinlich auch in der WRC-Klasse, in der ersten Klasse auch wirklich notwendig, glaube ich. Boah. Knapp. Ja, bleiben wir aber immer noch Erster. Bin jetzt sogar überrascht. Huch. Das war nicht gut. Boah, komm mal gerade noch rum. Boah, anspruchsvoll. Anspruchsvoll, wirklich. Aber auch schön. Richtig schön. In den Mix, in den Bergen. Und wir bleiben immer noch Erster, aber naja, eine Sekunde. Boah. Ja, das hat Zeit gekostet. Das Wasser. Wow. Rum. Okay, das war jetzt. Dann links 3, in rechts 3. Links 3, in Haarnadel rechts. Links 3. Boah, den Berg runter. Ziel. Gerade noch so reingekriegt. Das Auto. So, was sagt denn die Zeit? Erster. Klasse. Fast 2 Sekunden der Vorsprung. Wir sind jetzt Zweiter. Da geht also noch was. Definitiv. Geht da noch was. Jetzt geht es erst in den Servicepark und es heißt Auto reparieren. Ja. Und irgendwie habe ich keinen Ton mehr.
Naja. Fahrzeugreparatur. Was ist denn kaputt? Schafft man das alles? Ach, gerade noch. Ja. Okay. Rennen beginnen, würde ich sagen, aber ich habe irgendwie keinen Ton. Das ist komisch. Naja, weiter geht's. Ja, ich habe keinen Ton. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. Dann, oder wir sehen uns einfach im nächsten Part, dann wird der nächste Part einfach ein bisschen länger. Haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Knabberti.